Herzlich willkommen in Berlin. Heute ist der 7. Juli 2024, der Sonntag. Ich möchte euch heute ein bekanntes, schönes Stadtteil von Berlin vorstellen, das Köpenick heißt. Köpenick befindet sich ungefähr 50 Minuten mit dem Zug entfernt von der Hauptstadt Berlin. Ein sehr schönes altes Stadtteil. Bis zum 1. Oktober 1920 gehörte, war Köpenick eine selbstständige Stadt. Danach war sie, also ab 1920, wurde sie eingemeindet und gehört zu Berlin. Dankeschön. Köpenick liegt am Zusammenfluss von Spree und Dahme, in wald- und seenreichen Umgebung gelegen. Durch die Tat des Hauptmanns von Köpenick im Jahre 1906 wurde die damalige Stadt weltbekannt. Köpenick liegt an der Mündung der Dahme in die Spree. Die Spree verbindet Köpenick mit dem Bügelsee und der Berliner Innenstadt. Das ist der Schlossplatz von Köpenick.
Das ist das Rathaus von Köpenick. Die Tauben von Köpenick. Frische Erdbeeren, Kilo, 10 Euro. Grüß dich. Das historische Gebäude, Rathaus von Köpenick. Das ist der Hauptmann von Köpenick. Ein unechter Held. Er hieß eigentlich Friedrich Wilhelm Vogt und war ein arbeitsloser Schuster. Im Jahre 1906 besetzte er in einer aufsehenserregenden Aktion das Rathaus von Köpenick, ließ den Bürgermeister von ein paar gut geglaubten Soldaten verhaften und machte sich mit der Stadtkasse davon.
10 Jahre später wurde der Hochstapler geschnappt. Eine Bronzestatue des Hauptmanns steht vor dem Eingang des Rathauses. Das Schloss Köpenick liegt wunderschön von Wasser umgeben. Das Schloss ist ein einmaliges Zeugnis aus der Zeit des großen Kurfürsten 620-688, gebaut im Barockstil. Thronfolger des Großfürsten Friedrich III. Wohnte hier nach der Vermählung mit Elisabeth Henriette von Hessen-Kassel in diesem Schloss. Das ist der Schlossgarten. Das ist das Schlosscafé Köpenick. Schloss Köpenick, Kurfürst Joachim II. Von Brandenburg ließ ab 1585 anstelle einer spätmittelalterlichen Kastelburg ein Renaissance-Schloss mit zwei Wohnflügeln und zwei Wehrmauern errichten. Ab 677 wurde die Anlage als Residenz für den brandenburgischen Kurprinzen Friedrich III. Erneuert und erweitert. So heißt die Geschichte des Schlosses.